Als nächstes zeige ich euch Rückenträge mit der Isara Full Buckle Quick. Habe ich am Anfang etwas schwierig gefunden. Ich zeige euch gerade wieso. Was ich jetzt hier mache, ich habe vorher über Kreuz gedreht. Ich habe es jetzt so runtergenommen, dass die Träger auf der gleichen Seite runterkommen, wie es hier durch die Schlaufe durchgehen. Und ich schnalle es hier unten zusammen. Ich habe es so, dass der Träger unter dem Gummi durchgeht, weil falls da etwas nicht richtig zu ist oder falls etwas kaputt geht, hebt das. Das zieht es da zurück. Und wichtig ist einfach, dort, wo ich anziehe, dass ich die befreie, weil sonst ist es wie zu fest eingeschränkt. Also ich kann nicht wirklich gut ziehen. Es bleibt dann wie da im Gummi hängen, wenn ich kann ziehen. Also Vorbereitung ist mal das. Von der Weite her kann ich gerade schauen. Ich kann die Trage mal annehmen. Ich habe sie jetzt unten etwas weitergestellt. Ich nehme eine größere Puppe rein. Hier durch die Sicherheitsgummis durch. Schnall es zusammen und nimm es dann vorne. Ich tue, damit ich das Kind kann, schön mittig platzieren kann, vor dem Bauch starten. Und jetzt habe ich eben hier die größere Puppe. Ich setze die oben dran her. So. Und streiche dann das Rückenteil auf. Ja, es passt. Und dann kann ich hier unter den Beinen durchfädeln. Das ist wichtig, dass dort nicht auf die Füße drückt. Ich nehme die Träger vor dem Gesicht zusammen und fädle auch hier unter dem Bein durch. Dann eigentlich, wie ihr es kennt. Mein Eulenkind dreht den Kopf etwas weit. Drehe hier auf die Seite über, gehe am Gurt, gehe heben, schiebe es auf die Hüfte über, gehe an dem Träger vorbei und direkt in den Vorderen rein. Ich kann hier nochmal einen Schubs hinterher geben und gehe dann übernehmen. Jetzt nehme ich hier den Träger satt über und ich kann es jetzt ein bisschen locker lassen. Also, was mich irritiert, wenn es zu locker ist, habe ich das Gefühl, der rutscht mir den Träger da hinten weg. Ich habe jetzt ein bisschen festgeklemmt. Ihr könnt es auch mehr anziehen schon. Es geht mir mehr darum, wenn das unten befestigt ist, kann ich einen ja wie lockerer lassen und dann ist es einfacher, um ihn reinschleifen und den enger machen. Dadurch, dass die verbunden sind, ist das nicht so möglich. Also eben, das ist der kleine Nachteil. Und ich würde jetzt intuitiv wollen, am Träger da anziehen gehen. Und das fehlt mir da ein bisschen. Ich finde das ein bisschen komisch so am Anfang. Aber eigentlich muss man einfach da jetzt drunter greifen und die Träger da holen. Und dann, wenn ich nur anziehe, geht es nicht. Dann rutscht es einfach in die eine Richtung. Darum muss ich die beide haben. Und muss wie die so ein bisschen gegeneinander rausziehen. Und dann finde ich es easy, wenn man mal herausgefunden hat, dass man es nicht nach oben ziehen muss, weil dann passiert nämlich gar nichts, sondern dass man so ein bisschen wie so hula-hoppt und das aufnimmt. Ich kann auch hier probieren. Das Kind ist jetzt noch nicht mega, mega hoch. Ich kann hier eigentlich noch spielen. Also ich sage immer, mit dem Gurt könnt ihr so weit unten gehen, dass wir eigentlich unter der Brust sind. Ich kann hier nochmal aufschieben, kann ein bisschen hinterher gehen und das Kind nochmal einen Stock höher probieren bringen, hier oben anziehen. Hol mir nochmal die zwei Träger und ziehen sie nochmal etwas fest. So, das ist, glaube ich, so das Maximum, das ich hier rausholen kann. Meine Puppe hier hinten, die ist vom Alter, vom Gewicht her etwa 3 Monate. 2 bis 3 Monate, je nachdem. Hier habe ich die Verbindung schnallen. Ich finde, ich komme relativ hoch auf damit. Das könnte logischerweise mit dem Halfbuckle würde ich höher kommen, aber ich finde es voll akzeptabel. Eben, ein bisschen mühsam mit dem. Ich würde lieber da festziehen gehen. Aber für das, dass die Trage so flexibel ist, für das ich sie vorne kann, wenn ich vorne trage, überkreuze, dass ich sie kann so klein stellen und alles, finde ich sie mega super. Also, dann vermisse ich das auch nicht. Und irgendwo durch finde ich auch, wenn es da keine Schnalle hat, dann kann es auch sein, dass das Polster bequemer ist, dass da nichts drückt. Also, ja. Sie. Was noch ein Punkt ist, ist Kopfstütze. Die ist recht klein. Also an die komme ich jetzt, weil ich beweglich bin, gut hin und weil ich hoch oben bin. Ich kann sie hier einhängen in diese Dinge. Aber wäre jetzt nicht unbedingt... Ich glaube, mein Kind wäre da wieder wach, wenn ich mich so verrenke. Nehmt doch einfach ein Nuschi mit, so wie beim Tragetuch. Und ihr könnt einfach den Kopf einpacken und dann reinstecken. Kopfstütze wäre so. Ja, das war die Sara Quick gewesen.